Sie sind hier 31. Oktober 2018, 22.25 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Athanasios Protopsaltis hatte mit dem VfB Friedrichshafen ordentlich Mühe. Urheberrecht Imago. Am 4. Spieltag müht sich Supercup-Sieger VfB Friedrichshafen gegen die Helios Grizzlies Gießen enorm. Die Entscheidung fällt erst nach dem 5. Satz. Überraschend mühsam verlief der 4. Spieltag in der Volleyball-Bundesliga für den VfB Friedrichshafen. Der Supercup-Sieger tat sich im Duell mit den Helios Grizzlies Gießen enorm schwer und musste über die volle Distanz gehen, ehe der Gesamtsieg 22.25 Uhr, 25 zu 21, 26 zu 24, 22.25 Uhr, 15.12 Uhr feststand. Nach einem nur knapp verlorenen ersten Satz entschied der VfB die Durchgänge 2 und 3 für sich. Doch die Gießener gaben nicht auf und sorgten mit dem Ausgleich noch einmal für Spannung. Im entscheidenden 5. Durchgang behielt der Supercup-Sieger dann die Nerven. Deutlich entspannter verlief der Abend für die Berlin Recycling Volleys. Gegen die Mannschaft aus Herrsching gelang ein relativ souveräner 3:1-Sieg. Nur im 3. Durchgang waren die Berliner knapp mit 24:26 unterlegen. Tabelle Bundesliga Herren, Friedrichshafen auf Rang 1 in der Tabelle thront Friedrichshafen mit 4 Siegen aus 4 Spielen an der Spitze. Die Berliner liegen mit nur 2 Erfolgen in 3 Spielen auf dem 3. Platz. Zwischen beiden Mannschaften rangieren die Hypo-Tirol Alpen Volleys Haching, die sich über ein 3:1 gegen Rottenburg freuen durften. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus Allenberg. Mehr